Hallo liebe MusicStore-TV-Zuschauer, wir befinden uns immer noch auf den DB Rental Days hier in Köln bei DB Technologies. Neben mir seht ihr immer noch den Arne und ein weiteres neues DB-Produkt, was mich ein bisschen an die ES1203 erinnert. Ja, richtig. Grüß dich, Sebastian. ES1002 ist ein neues Produkt und wir haben im Prinzip, die ES-Serie ist ja so vor 2 Jahren gestartet und da haben wir es auch schon so gemacht, dass wir ja Modelle haben, wie zum Beispiel das ES503, was mit einer 3-Kanal-Endstufe ausgestattet ist, genauso auch das ES1203, wo du halt mit einem System und 2 Tops direkt ein Stereosystem realisieren kannst. Und wir haben ja auch schon bei den kleineren Modellen mit ES802 dann eine Mono-Variante zur Verfügung gestellt, weil viele Leute wollen oder müssen dann ja doch ein Mischpult benutzen, weil einfach diese kleinen, sage ich mal, Mischsektionen, die dann fest eingebaut sind, nicht ausreichen. Für die macht es zum einen gar keinen Sinn, dafür Geld auszugeben, und die wollen sowieso immer 2 Systeme benutzen, und das ist dann quasi die Variante. Also das 1203, man sieht, das Produkt ist sehr ähnlich von der Bestückung, von der Größe, vom Subwoofer, hat keinen Mixer, sage ich mal, drin mit 3-4 Eingängen, sondern einfach nur eine kleine Mischsektion, hauptsächlich mit einem Eingang, und daran kann ich dann halt mein Mischpult anschließen. Ich sehe, im Gegensatz zu dem 1203 haben wir ein durchgehendes Gehäuse bei den Tops und keine 2. Was hat das damit auf sich? Naja, beim ES1203 ist das ja, sage ich mal, Teil des Produktes, dass ich mich entscheiden kann, möchte ich ein kleines Stereosystem oder möchte ich eine leistungsfähige Monosäule. Das kann ich ja dann entsprechend auch in dem Menü umstellen und so weiter. Aber das ist natürlich eine teure Variante. 2 Gehäuse sind immer teurer als 1, und es macht ja hier einfach keinen Sinn, weil es ist ein Monosystem. Ich kann das nicht aufsplitten, ich kann das auch nicht skalieren, weil das würde viel zu kompliziert sein, dann die Presets zur Verfügung zu stellen, oder es würde auch eine Fehlbedienung bedürfen. Stereo kann ich sowieso nicht machen, weil ich nur einen normalen 2-Kanal-Verstärker drin habe, und deswegen haben wir dann natürlich ein Gehäuse gemacht. Wir haben die Optik so ein bisschen aufgegriffen, natürlich aus 2 Gründen. Einmal, um das von der Familie gleich zu halten, und für uns ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, nur eine Sorte von diesen Frontgittern zu fertigen, als nochmal wieder eine extra Variante. Du sprachst die Presets an. Vielleicht mal ganz interessant, sollen wir uns das Produkt mal von der Rückseite angucken, dass wir uns die verschiedenen Einstellmöglichkeiten mal angucken. So, vielleicht erklärst du einfach mal die Eingangssektion. Ja, also wir haben hier im Prinzip 2 Eingänge. Das ist einmal, ich nenne es mal den Haupteingang, mit einer Kombobuchse ausgeführt und natürlich auch, falls ich das Signal durchschleifen möchte, mit einem entsprechenden Ausgang und dem Volumenregler dazu. Und für kleine, schnelle Anwendungen haben wir halt einfach gesagt, komm, wir geben noch einen 2. Eingang dazu mit den RCA-Buchsen, um zum Beispiel eine Situation, ich kann ja hier den Eingang, den Haupteingang zwischen Mic- und Laienpegel auch umschalten, um in einer kleinen Moderationssituation zum Beispiel zu ermöglichen, hier das Mikrofon und hier einen Zuspieler wie das Telefon oder ein iPod oder sowas anschließen zu können. Vielleicht auch in Pausen bei Live-Musik mal ein Playback oder was auch immer. Ja, aber es ist hier wirklich ein Nebeneffekt, weil wir sehen das Produkt wirklich als System. Der Kunde kauft 2 Stück, geht dann mit XLR zu seinem Mischpult. Ne? Es ist einfach nur, weil dieses Input-Board so vorhanden ist, das ist ja im Prinzip der Opera-Serie zum Beispiel ähnlich. Da haben wir gesagt, komm, das ist eh mit drauf, das bieten wir noch mit an, aber es ist ein Nebeneffekt. Wer wirklich eine Mischersektion braucht, der greift ja dann lieber zum 1203. Natürlich, und hier, das wäre dann dementsprechend die DSP-Sektion, wo ich verschiedene Sprach- oder was auch immer Einstellungen vornehmen kann. Genau, ich habe da 8 Presets und kann halt einfach ein bisschen die Charakteristik des Systems auf meine Anwendung oder meinen Geschmack anpassen. Das Produkt ist lieferbar? Das Produkt ist lieferbar, genau. Und wie immer natürlich noch der Preispunkt? Das wird bei euch im Laden, wird das System 1.700 € kosten ungefähr. Okay, wie immer alle Infos auf www.musicstore.de, und danke Arne. Gerne.